Im Ukraine-Krieg, da gab es erneut einen Austausch von Kriegsgefangenen zwischen der Ukraine und Russland. 90 Soldaten jeweils sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Die ukrainischen Heimkehrer, die stammen aus verschiedenen Einheiten der Streitkräfte. Einige von ihnen haben auch in Mariupol gekämpft, bevor die Russen die Stadt eingenommen haben. Andere verteidigten ihr Land in den Gebieten Cherson, Donetsk, Zaporizhia und Luhansk. Gleichzeitig wurden 90 russische Gefangene freigelassen und nach Angaben des Kreml zur medizinischen Behandlung und Rehabilitation nach Moskau gebracht.